Auf der Motorshow in Tokio hat VW den Twin-Up enthüllt. Der Plug-in-Hybrid ist zwar noch eine Studie, Experten gehen aber davon aus, dass er bald serienreif sein wird. Damit erweitert Volkswagen das Angebot an alternativen Antrieben noch einmal. Im Twin-Up sorgen ein 0,8 Liter TDI und ein Elektromotor für eine Systemleistung von 55 kW. Rein elektrisch soll er bis zu 50 km weit kommen. Dabei sind 125 Stundenkilometer emissionsfrei möglich. Wir zeigen hier auf der Messe die neuesten Fahrzeuge der E-Mobilität, den E-Golf und den E-Up, und annoncieren auch schon den Plug-in-Hybriden der neuen Golf-Generation. All diese Fahrzeuge der Golf-Generation basieren auf dem modularen Querbaukasten. Der modulare Querbaukasten ist in der Lage, sowohl konventionelle Motoren wie auch Erdgasantriebe oder die Alternativen der Elektromobilität variabel zu produzieren. Das heißt, hintereinander, Stoßstange an Stoßstange, so wie der Kunde es wünscht, können wir flexibel reagieren. Sie sehen gleichzeitig den Bruder des Economy Leaders, des XL1-Fahrzeugs, der Technologieleuchtturm schlechthin. Wir haben bei dem Abfahrzeug jetzt den Antrieb des XL1-Fahrzeugs entnommen, haben den in den Up hineingepflanzt, und mit diesem Antrieb ist der Up in der Lage, mit einem Liter Kraftstoff 100 Kilometer zu fahren. Das ist unser klassisches 1-Liter-Auto für die ganze Familie. Und man muss kein großer Prophet sein, um vorauszusagen, dass VW mit den gerade vorgestellten Elektroautos und denen, die in den nächsten Monaten die Modellpalette ergänzen werden, der Elektromobilität zu mehr Akzeptanz verhelfen wird. Das Interesse der ansonsten eher zurückhaltenden Japaner in Tokio war riesig.